Wir sind noch mitten im Gespräch hier mit Ravi Walder. Jetzt geht es ja so ein bisschen Pop-Culture, so ein bisschen Stars und Sternchen. Obwohl eigentlich sind es ja Sternchen. Es sind die großen Stars. Vor allen Dingen auch. Es ist ein weltweites Phänomen, auch in diesem Jahr. Es ist ja wirklich auch das Comeback der Adele. Sie gehört zum Billionaires Club bei YouTube. Sie bricht einfach alle Rekorde. Es ist irre. Ja, es ist echt verrückt. Also die hat jetzt das Album 25. Ja. Und also das wurde ja irgendwie so angekündigt bei X-Factor. In der Werbung kam dieses Hello nur als 30-sekundiger Clip. Es gab vorher keine... War gar nichts. Es, die war einfach weg. So. Ja. Und dann wusste natürlich jeder bei der Stimme, okay, das ist Adele. Und dann ging es los. Ne? Bei Social Media walten alle wissen, was ist da los. Es steckt da Adele hinter. Dann kam die Single raus, überall Nummer 1. Das Album natürlich jetzt auch. Und hat jetzt, glaube ich, auch schon 10 Millionen Platten verkauft. Das ist echt irre. Ich werde es jetzt nicht groß anspielen, weil jeder kennt den Song. Ja, klar. Aber alleine hier, es ist unglaublich. Die Zahlen bei YouTube. Adele, Hello. Gott, da muss man echt sich konzentrieren. 1.242.565. Alleine, wenn man hier ein bisschen runterscrollt, die Kommentare. Über 660.000 Kommentare. Und das Ding wurde irgendwann hochgeladen im vergangenen Jahr, ich glaube im Oktober. Ja, ging das Ding hoch. Das ist einfach eine absolute Sensation. Ja. Also das ist auch krass, also weil seitdem die Leute Musik illegal kaufen, geht man eigentlich nicht mehr in den Plattenladen und kauft eine CD, oder die Verkaufszahlen, die Adele einfach hat, die sind vergleichbar mit denen, die man vor 10, 20 Jahren hat, wo man auch wirklich noch in den Laden gehen musste und sagen musste, okay, ich investiere jetzt 10 Euro oder 10 Mark damals noch in eine CD. Aber bei ihr gehen die Leute wirklich in den Laden und kaufen die CD. Weil sie ja auch ganz klar gesagt hat, ich nehme die Sachen irgendwie jetzt beispielsweise, bei Spotify konnte man es ja gar nicht finden. Sie hat ja ganz klar gesagt, da nehme ich es runter. Mhm. Die Leute mussten das Album kaufen. Und daher kamen halt diese unglaublichen Zahlen, was du heutzutage, wie du ja auch schon sagtest, normalerweise kennt man solche unglaublichen Verkaufszahlen überhaupt nicht. Ein kleiner Dämpfer hatte sie ja gehabt dieses Jahr bei der Grammy-Verleihung. Der ist sie ja groß in Tränen, auch in allen Interviews ausgebrochen. Es ist ein Mikro, da muss Tim mich jetzt korrigieren, ob das wirklich dann so ganz schlimm ist. Es ist wohl ein Mikrofon bei der Performance, irgendwie blum, auf die Seiten des Pianos geknallt. Genau. Und dann er sagt, es ist ganz schlecht. Ja, also es war für sie natürlich... Also sie hat sich immer noch Hammer angehört. Ja, na klar. Aber musikalisch war alles absolut. Aber man hat immer so ein komisches, also man hat im Hintergrund irgendwas gehört. So, und das war für sie dann ganz schlimm und hat natürlich wieder PR gebracht. Ne? Also dann hatte sie eine große Performance danach bei Ellen und dann haben sie natürlich wieder alle gefeiert. Und aus der Schiene war es natürlich auch wieder super für sie. Und das war jetzt nicht mehr die Hello-Performance, sondern für ihre neue Single. Genau, richtig. Und so war sie natürlich wieder in aller Munde. Ne? Ja. Also, vielleicht auch gar nicht so schlecht gemacht, die ganze Geschichte. Ne? Hast du auch. Ich meine, sie vergießt ja gerne mal ein paar Tränchen. Hat sie ja auch im Februar gemacht, als die großen Brit Awards waren in London. Hast du die Show gesehen? Sie wurde ja, das war ja ganz toll, weltweit auch bei YouTube übertragen. Also ich habe so mal reingeguckt, so um die Highlights zu sehen, jetzt nicht die ganze Show. Aber es hätte man eigentlich auch eine Adele-Show umnennen können. Ne? Also die hat irgendwie alle Awards bekommen. 4 Awards hat sie gewonnen. 4 Awards und auch Global Success Awards. Global Success, das war echt unglaublich. Ja, und die Brits sind natürlich schon, es gibt natürlich die großen Awards, also Grammys und hast nicht gesehen. Und die Brits gehören auch auf jeden Fall mit dazu. Ne? Also für den englischsprachigen Raum sind das eine der wichtigsten Preise. Die gerne auch mal so Skandälchen und ganz plötzliche Geschichten. 90er Jahre KLF beispielsweise, die plötzlich mit einer Grindcore-Formation auf der Bühne stand. Da gab es die beklopptesten Geschichten. Oder auch großer Fight, Gallagher gegen Robbie Williams, wurde ja auch irgendwie bei den Brits. Aber ich wollte vielleicht mal ganz kurz noch mal in diese schöne Acceptance-Speech von Adele reingucken. Und da ist sie ja auch komplett, es war ein kompletter Breakdown eigentlich bei den Brits, als dann plötzlich der Gruß aus dem Weltraum kam für Adele. Global Success.